Schöne leckere Mutz. Nehmen Sie den anderen Ausgang. Ich habe den Weg abgeriegelt, auf dem wir gekommen sind. Ehrlich? Bin ich jetzt hier rein? Ja, hier. Gut, also hier raus. Okay. Hier gibt's auch nichts. Nichts soweit. Okay, one safe. Gut. Schaltet sie aus. So, unter hier. Hier ist mal da in Deckung. So, der ist geplatzt. Das war der Klassiker quasi. So, der ist auch raus. Es tut gut, Dampf abzulassen. Ehrlich, willst du schon wieder dampfen, ja? Und nicht, dass du hier ein Häufchen hingesetzt hast, das dampft dann auch. Gut, ja. Okay. Das ist hier wieder die Entseuchungsknolle. Gut, kommt man durch. Die Omega Skyline. Jetzt fühle ich mich zu Hause. Ehrlich? Gott, sieht das hier alles zermatscht aus. Was ist das da hinten? Irgendeine Art Kraftfeld. Das ist nicht gut. Wem sagst du das, ne? Tja, und hier kommt man nicht so richtig drüber, oder? Ja, wie geht's denn hier jetzt weiter? Vielleicht dadurch irgendwo? Das hier, Kontrollbildschirm. Eine Verweigerung der Cerberus-Vorschriften wird streng bestraft. Okay. Hier kommen wir drüber, oder? Einige meiner Männer. Boah, er war ganz schön schwer geschützt. Er war ganz schön schwer geschützt. Oh. Omega gehört mir! Jetzt ist das Scheißding leer. Guck, hier kriegst du mal Ei. Also das kratzt dich auch nicht. Doch, das kratzt dich auch. Siehst du, ich hab doch gewusst, dass es... Bewegung. Ja, ist schon klar. Jetzt lass mich halt mal in Ruhe. Aria, du bist immer so hektisch drauf. Wir werden es schaffen. Ich bin einer der Besten. So, jetzt lädt das Ding auch mal wieder auf. Also das hier, Bereich frei halten. Okay, das ist ein Warnschild, sonst ist das gar nichts. Und hier wieder eine Mullbinde. Dann nehme ich jetzt mal eine. Und nehme die dafür wieder mit. Oh, der wollte mich brutzeln, das lasse ich mir natürlich gar nicht gefallen. So. Okay, was ist das hier? Volles Zeichen da. Ich kenne dieses Symbol. Sieht aus wie ein Gangzeichen. Die Talons. Meinen Besitz haben sie auch immer beschmiert. Oh Mann, das gibt noch Ärger. Schon wieder Graffiti. Wieder das Symbol der Talons. Ein möglicher Hinweis auf einen Widerstand. Könnte nützlich sein. Hier, Bereich frei halten. Und was ist denn das hier? Metallschrott. Okay, bringt tatsächlich auch Kohle.
Warnung, Energie niedrig. Okay. Nee, du will ich nicht dran lehnen. Gut, gehen wir hier mal weiter. Ach du Scheiße, jetzt muss ich doch vorhin hier brennt. Das ist alles hier Fackel-Show. Was zum Teufel macht er da? Ups. Sieht aus wie ein Geth. Max, ausschalten! Diese Max kommen durch das Kraftfeld. Das ist nicht gut. Bleib stehen, du Stück Scheiße. Sieht aus, das hat jetzt ausgesehen wie so ein Geth mit Helm quasi. Den hast du doch jetzt nicht. Aua! Ich bin hier jetzt gebrutzelt worden. Systemausfall in Kürze. Oh, die sind fort. Die Mistkerle sind schnell. Komm noch mehr. Gut, er ist auch das weg. Das Kraftfeld muss untersucht werden. Hier drüben, Shepard. Armer Idiot. Irgendetwas sagt mir, dass diese Kraftfelder ein Problem sein werden. Sind sie? Diesmal nicht. Kommen Sie. Hier entlang. Okay, das ist eine Türkonsole. Ui, Schleichweg. Sag mal, hier Schrotflinte Hochgeschwindigkeitslauf. Nehmen wir natürlich mit. Was machen Sie da? Sie in ein Geheimnis einweihen. Die Leiter runter. Ui. Was ist das für eine? Wer da? Zeigen Sie sich. Bei den Geistern, sieh mal an. Aria Tilok. Nyrene, was zum Teufel machst du hier? Katz und Maus spielen. Versuchen, am Leben zu bleiben. Wenn diese Tunnel nicht wären. Meine Tunnel. Zum Glück habe ich sie dir gezeigt. Andernfalls wäre ich längst tot oder gefangen. Okay, sie stehen sich wohl nahe. Sie werden nachlässig. Ach ja, ich nehme das obere. Aria traut nur wenigen. Sie müssen gut befreundet sein. Ich weiß nicht. Sind wir das, Aria? Shepard, das ist Nyrene Kandros, früher turianisches Militär. Wir kennen uns schon ewig. Ich habe sehr viele Fragen, aber das muss warten. Komm mit, wir bringen dich in Sicherheit. Ich gebe mein Bestes. Okay, sie sehen kompetent aus. Versuchen Sie, Schritt zu halten. Ich nehme das obere. Die wird es auch drauf haben. Bereit, diese Waffe auch einzusetzen? Sie ahnen gar nicht, wie bereit. Alles klärchen. Gehen wir mal in den Gruppenbildschirm. Okay, jetzt hat jeder wieder ein Level up. Und diese Nyrene. Ui, trojanische Jägerin. Dann gebe ich dir nämlich auch jetzt mal entsprechende Power. So, Waffenschaden 30, 100 Schildbonus. Machen wir die auch mal zum Damage-Stealer hier. Biotische Kräfte, nee, das Tech-Schaden. Was ist denn jetzt wichtiger? Bio oder Tech? Machen wir Tech. Erhöht den Schaden der Tech- und Biotik-Fähigkeit in der Gruppe um 20. Erhöht Kraftschaden um 30. Um das obere. So, Antigravitationsgranat, biotischer Protektor. Erzeugt einen Schild, der von jeglichen Schaden schützt. Solange er aktiv ist, geht dies zu Lasten der Bewegung sowie des Einsatzes von Waffen und Kräften. Verbrennung.
Ja. Das nehmen wir. So, erhöht Schaden um 30. Wir schaden 80 Sekunden lang und zusätzlich 40%. Auf, ja. Und hier Frostkombo. Verbrennung verursacht bei eingefrorenen Zielen 100% mehr Schaden. Und Panzerungsschaden erhöht den Schaden von Verbrennung gegen Panzerung 50. Nämlich das untere. Super. So. Und ich nehme noch hier Überlastung. Das ist auch ein schönes Schweinerei-Feature. So. Gut. Oder sollen wir der noch vielleicht noch was mutten oder so? Ich weiß nicht. Und die könnte ja auch noch was gebrauchen hier, und zwar das da. Super. Geht sie jetzt auch ab wie ein Zäpfchen. So, und ich habe auch schon wieder 4 Punkte. Was könnte ich noch skillen? Inferno-Granate. Mache ich das auch noch eine Stufe höher. So. Ab dafür. Super. Um mein Eigentum zu beanspruchen? Sie haben also etwas zurückgelassen. Nicht etwas. Alles. Was ist das hier? Valkyrie. Ey, das sieht ja mal geil aus. So, jetzt zeig ich mal her. Das ist die Crew-Schelle. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Er ist gar nicht dabei. Ja, was ist denn das, Valkyrie? Dann hier. Das ist hier drin dabei. Hier ist Valkyrie. Oh Gott. Das ist ja grützig. Das ist ja richtig grützig. Gut, lassen wir es dabei. Hauptsache, ich hab's dabei. Was haben wir hier noch? Ein Datenpad. Und wieder ein paar Pfennig. Aria, Sie haben recht. Wir werden angegriffen. Wie ist der Flottenstatus? Landen noch im Bunker. Okay. Feind draußen halten. Abriegeln. Sofort. Schutztüren runterlassen. Schutztüren runterlassen. Okay. So, jetzt modde ich hier mal für die Gute auch mal ihre Knüften. Dass man hier mal gucken kann. Ein bisschen Kapazität, das ist auch gut. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Damage oder so. Oder lieber Präzision. Schaden um 15%. Machen wir es einfach so. Sollte okay sein. So. Und hier das dann noch. Was war das für ein Ding? Die Avenger. Oh Gott, warum nehmen die alle nur so scheiß Waffen da? Soll's hier? Nehmen wir die Cerberus-Britsche, oder? Nee. Oder doch die Typhon. Oh Gott. Striker, nee. Nimmst du das? Kommst du bestimmt auch gut mit klar. So, machst du hier Kapazität mehr? Noch ein bisschen mehr Damage. Oder Präzision. Was ist denn wichtig? Gewicht, nee, das ist scheiße. Kapazität, nee. Hier, genauso. Das passt. Oh Mann, wo geht's jetzt hin? Hier gibt's nichts mehr da hinten, okay. Nee, ne? Jo. So, jetzt gehen wir hier lang. Mal gucken. Steht hier Zugang 9. Oh. Hallo? Okay, jetzt geht's hier mitten durchs Dunkel. Und ich seht uns Ray, keine. Warum sind die Kanonen nicht online? Etwas stört sie. Versuche Identifizierung. Wir fallen dem Feind in die Flanke und lenken ihn von ihnen ab. Okay, ich kann den überhaupt nicht beschädigen. Achso, da war das Fenster dazwischen war. Ja, blöd. Aber da habe ich jetzt nicht darauf aufgepasst. So, wie kriege ich den jetzt am besten down? Also hier geht nichts. Also muss ich hier durch. Oder ist da hinten noch irgendein Mod vom Feuer verdeckt? Nee. Zum Glück nicht. Doch, da ist was. Eine Mediknolle. Siehst du mal wieder den Wald vor lauter Feinden nicht. So. Gut, jetzt raucht's aber. Moment, ich brauche Panzergeschütz. Ich wechsle mal auf die 5. Oh Mann, ey.
Guck mal, wir haben wie fett der ist. Omega gehört mir. Ich bin wieder da, ihr Arschlöcher. Jawohl, weg ist er. So, der ist weg. Hier. Oh, der ist raus. Ich muss gar nichts machen. Muss ich überhaupt... Was willst du denn? Guck mal. Sagt eurem Boss, dass ich ihn wiederholen werde. Super. Den haben wir erwischt. Mir jetzt zwar die eine Mulbinde gekostet, aber was willst du denn? Soll ich hier auch mal Panzer brechen? Gut. Ich lade mal nach. Ui. Holla, die Wolfeder. So, die mögen keine Panzerungsmuni. Wir finden ihn. Da vorne ist er doch. Achtung, Feind! Ehrlich. Gut, ich gucke mich hier erstmal. So, einer weg. Ich komme da nicht dran. Finden Sie den Techniker. Ich finde den weg. Was willst du denn? Komm hier, verdampf. So, weg ist er. Gut, er ist da drüben. Marschieren wir mal dorthin. Der Techniker ist immer noch da draußen. Ich krieg dich schon, Baby. So. Jetzt war es nichts mehr mit Hacken, jetzt hat sich ausgehackt. Mit dem Stingi-Hack da. Oh oh. Konzentration auf den Atlas. Ist wieder so einer von diesen ferngesteuerten Teufeln. Okay, jetzt lad nach, schnell. Brauche Power. Autsch. Gut, ich krieg den down. Der Vorteil, wenn das Ding unendlich hat. An Munition, unendlichen Vorrat. So, der ist fort. Wieder ein Ei. Vorsicht. Gut. So, der ist geplatzt. Der ist schön verplatzt. Und der auch. Die Kanonen müssen immer noch manuell bereit gemacht werden. Was schießen die bitte? Wirklich? Guck dir den an, diesen Sack da. So, und jetzt? Was ist jetzt? Eieiei, da kommt immer mehr. Dixies, kriegst keine. So, aktivieren. Kanonen feuern. Gehen Sie zur Schutztür.
Hübsche Dinger. Sie werden die Truppen des Generals eine Weile auf Distanz halten. Gehen wir rein. Bunkerteam, Brücke einziehen und Schutztür runterlassen. Wir kommen rein. Wir sind drin. Abriegeln. Aria, ich weiß, das hier ist eine Festung, aber der General weiß Bescheid. Ist sie noch sicher? Okay, das ist die Frage. Ich bin auch besorgt. Ist das obere? Haben sie einen anderen Plan? Ich nehme mal das obere. Wir sind hier auf dem Präsentierteller. Ich habe nicht vor, rumzusitzen. Und Sie sollten wissen, dass ich alles in Erwägung ziehe. Und was das angeht... Nyrene, du hast Omega voller Wut verlassen. Ich wusste nicht, dass du zurück bist. Warum? Ich war nie weg und habe alles versucht, das vor dir zu verheimlichen. Das ist nicht einfach. Gut gemacht. Aber warum? Ich konnte einfach nicht weg. Heute wünschte ich, ich wäre gegangen. Nun, du hast immer gesagt, ich wäre dein Tod. Okay, jetzt habe ich hier wieder die Auswahl. Wir könnten Nyrenes Hilfe gebrauchen und sie könnten eine Spionin sein. Ich nehme mal das obere. Nyrene ist militärisch ausgebildet und kann uns nützlich sein. Ziemlich vertrauensselig, was, Shepard? Nyrene hat Omegas, wie hast du es genannt, moralischen Bankrott immer gehasst. Willst du ihn jetzt verteidigen? Jedenfalls will ich diese Station befreien. Du bist aus der Übung, schießt aber immer noch gut. Melde dich beim Diensthabenden. Bray, beobachten Sie sie. Sofort. Okay, Shepard. Wir müssen uns beeilen. Ich will meine Rache. Okay, Sie sollten sich kontrollieren und ich stehe Ihnen nicht im Weg. Ich nehme das obere. Bei mir herrscht einfach die Vernunft. Wenn Sie glauben, ich lasse zu, dass Sie hier eine blutige Schneise schlagen, irren Sie sich gewaltig. Und wenn Sie glauben, mich ändern zu können, dürfen Sie es gern versuchen. Sobald der Bunker in Betrieb ist, haben wir Aufklärung und geheimen Zugang zum Großteil der Station. Ich würde es begrüßen, wenn Sie alles überwachen, damit die Vorbereitungen reibungslos verlaufen. Was werden Sie tun? Nach meinen Truppen sehen. Ich muss wissen, wie viele überlebt haben, bevor ich den Angriff plane. Dauert nicht lange. Kommen Sie zu mir zur Steuerkonsole, wenn Sie bereit sind. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier ein bisschen stöbern gehen. Das muss auch mordsmäßig Power kosten für die Biotiker, dieses alles Schild klar aufrechtzuerhalten. So, jetzt gucken. Ja, was ist los? Was ist los? Was ist los?